Wir haben bereits darauf hingewiesen, meine Damen und Herren, die historische Figur von William Shakespeare legt uns so viele Rätsel auf wie jene Dark Lady, jene dunkle Dame, eine untreue Geliebte, die in nicht weniger als 28 Sonetten des Dichters auftaucht. Bezweifelt wird, um es kurz zu sagen, dass unser Schöpfer so viel Begabung, so viel Einfühlungsvermögen, so viel Sprachkraft ausgerechnet auf den Sohn eines Handschuhfabrikanten konzentriert haben soll, der irgendwann auch noch seinen geschäftlichen Bankrott erklären musste. Es ist diese Sendung nicht der Ort, all diesen Hypothesen, Vermutungen, Widerlegungen oder Gegenbeweisen nachzugehen. Wir halten uns an die Stücke, an die Dichtkunst und an das Theater, an das berühmte Globe Theater, das Shakespeare mit seinen Produktionen erfolgreich bespielte. So erfolgreich, dass König James I. im Jahre 1603 seine Truppe zu Hofschauspielern ernannte, sie also unter seinen Schutz stellte. Das schuf politische Sicherheit. Aber dieser Erfolg von Shakespeare zeigte sich auch in, wenn Sie so wollen, in klingender Münze. Schon 6 Jahre zuvor hatte der Dichter das stattlichste Anwesen seiner Heimatstadt Stratford-upon-Avon erworben. Weitere Immobiliengeschäfte folgten und bald stand die ganze Gemeinde bei ihm in der Kreide. Biografen weisen mit einer vielleicht ungewollten Ironie darauf hin, dass mit seinem zunehmenden Wohlstand auch die offenbare Neigung des Dramatikers wuchs, sich den tragischen Stoffen zuzuwenden. Da muss aber kein Zusammenhang bestehen, zumal die Datierungen auch nicht immer von großer Präzision sind. Dennoch bleibt auffällig, dass der Ton der Tragödien und nicht nur der Tragödien immer schwermütiger wurde. Ich nenne ihn, verehrte Zuseher, jetzt nur die Ihnen besonders vertrauten Figuren, Julius Caesar, Hamlet oder Othello. Doch Sie können auch an Coriolan denken, an König Lear oder an Macbeth. Wir werden diesen Umstand gleich noch mit ein paar Beispielen beleuchten. Wie kam dieser Kerl nur an seine Stoffe? Das war die bohrende Frage, die sich schon zu den Anfängen seiner Karriere die durchaus nicht geringe Zahl von Shakespeares Neidern stellte. Der Erfolg, auch der Erfolg auf der Bühne, hat bekanntlich ja nicht nur viele Väter, er ist auch der Erzeuger von viel Missgunst. Ein Kollege nannte Shakespeare damals ein Upstart Crow, was man mit einer neureiche Krähe oder einen krächzenden Emporkömmling übersetzen könnte. Nun, es gibt bei Jean-Paul das wunderschöne, wenn auch nicht direkt auf Shakespeare entworfene Sprachbild von der Biene, die auch aus Disteln noch Honig saugen kann. Und Shakespeare war in dieser Hinsicht ein vorbildlicher Honiglieferant und auch Abnehmer. Emsige, verdienstvolle Literaturhistoriker haben aufgezeigt, dass der große Dramatiker sich von aktuellen Ereignissen, von politischen Machtspielen genauso anregen ließ, wie von literarischen Stoffen älterer und gleichaltriger Kollegen oder von nacherzählten Chroniken und anderen Zeugnissen mehr oder weniger akademischer Neugier. Deutlicher gesagt, wie jeder erfolgreiche Unternehmer kannte Shakespeare seinen Markt, hatte eine Witterung für das dramatische Potenzial von so unterschiedlichen Genres wie etwa dem volkstümlichen Schäferroman oder Vorlagen des Römers Plutarch, von aus Frankreich herbeigeschaffenen Dänensagen oder von Novellen aus Italien, notabene des virtuosen Cinzio, also Giovanni Battista Giraldis. Und gerade bei Macbeth und King Lear von den Chroniken des Raphael Holinshed. So ganz zufällig wird man eben nicht Leiter des erfolgreichsten Theaters seiner Zeit. Und noch eine andere beklemmende künstlerische Anregung sei hier kurz erwähnt. Der Sinnesreiz. Ich meine das wortwörtlich. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass die Theater Londons nicht an den feinen Adressen der Stadt lagen, sondern dort, wo es rau, wüst und oft grausam zuging. Ein bekannter Shakespeare-Forscher hat den Bezug zwischen Umwelt und einem Stück, einem kleinen Beispiel aus Macbeth, erläutert. Ganz gegen Ende des Dramas Macbeth wird der Held von seinen Feinden immer weiter in die Enge getrieben und ruft schließlich, muss wie der Bär
der Hatz entgegenkämpfen. Das war nun ein Bild, das den Zuschauern schon beim Weg zum Theater ganz direkt vorgeführt wurde. Es wurden nämlich damals rund um das Globe Theater noch Bärenhatzen veranstaltet, wenn man unter Hatz auch versteht, dass das Tier an einen Pfahl gefesselt war, während sich die Hunde auf es stürzten. Und das war nur eines von vielen gleichartig grausamen Spektakeln zum blutigen Sinneskitzel des Publikums. Es waren unbarmherzige Zeiten, weiß Gott, nicht nur für Tiere. Und um das zu wahren, was man den inneren Frieden nannte, hatte die Regierung drakonische Gesetze erlassen, die allesamt darauf zielten, die gesellschaftlichen Strukturen möglichst einzufrieren. Gezeigt hat sich das in vielen Bereichen. Wir greifen hier, um das Prekäre anzuzeigen, nur einmal die Schauspieler heraus. Schauspieler galten als Vaganten. Vom Gesetz her den Landstreichern, Gauklern, Bettlern oder Wahrsagern gleichgestellt. Und wenn sie nicht den Schutz eines adligen Herrn vorweisen konnten, der diesen Schutz naturgemäß jederzeit wieder zurückziehen konnte. Aber wer ohne Protektion aufgegriffen wurde, dem drohten drakonische Strafen, von denen das an einen Schandpfahl gefesselt und ausgepeitscht werden noch zu den milderen Formen zählte. Einem Schauspieler musste damals niemand vormachen, was es bedeutet, Opfer zu sein. Aber die Sache mit dem Schutz durch einen adligen Herrn war so problemlos auch nicht. Seitdem sich Heinrich VIII. 1530 von Rom, also vom Papsttum, losgesagt hatte, wenige Jahrzehnte vor Shakespeares Geburt, der König wollte sich scheiden lassen und war gierig auf die Kirchen- und Klosterschätze seines Reiches. Seit jenem Datum, seit also 1530, befand sich das Königreich in einem unerklärten religiösen Bürgerkrieg zwischen heimlichen Katholiken und regierungsloyalen Protestanten, den Vertretern der Macht. Die Krone führte diesen Kampf mit unerbittlicher Härte. Ich erspare Ihnen, meine Damen und Herren, eine auch nur andeutungsweise realistische Beschreibung der damaligen Foltermethoden. Und zu diesem Terror gehörte eben auch ein System von beständigen, mal ausgesprochenen, mal unausgesprochenen Verdächtigungen. Gehörte auch das Bild von den Mächtigen, die über Nacht in den Abgrund stürzen. Das ist ein weiteres Stichwort zum Thema Tragödien. Nehmen wir eine der bekanntesten, reden wir über Macbeth. Ein Stück, das um 1606 entstand und von Goethe zu Shakespeares bestem Theaterstück erklärt wurde. Die Geschichte ist Ihnen geläufig. Macbeth, ein anfangs rechtschaffener, besonnener Heerführer des Königs von Schottland, erfährt nach einer siegreichen Schlacht von drei Hexen, es sei ihm beschieden, bald Fürst, dereinst aber König zu werden. Seinem Mitstreiter Banquo verkünden die Hexen dagegen, er werde der Stammvater eines Geschlechts von Königen. Die Hexen sind kaum verschwunden, da erfährt Macbeth, dass ihn sein König, das ihn Duncan, in den Fürstenstand erhoben habe. Der erste Teil der Voraussage ist in Erfüllung gegangen. Um auch den zweiten Teil zu verwirklichen, um König zu werden, berät sich Macbeth mit seiner Frau. Es gibt eine günstige Gelegenheit. König Duncan kommt als Gast ins Haus seines Vasallen. Lady Macbeth bringt ihren anfänglich zögernden Mann dazu, den König im Schlaf zu ermorden. Sie selbst verspritzt Blut auf die Hofleute, damit diese in Verdacht geraten. Die beiden Söhne von Duncan fliehen, was Macbeth ausnutzt, um sie der Tat zu beschuldigen und sich selbst zum König ausrufen zu lassen. Zwei Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen. Doch was ist mit dem Spruch der Hexen, Banquo, sein Waffenbruder, würde der Stammvater von Königen werden? Macbeth lässt Banquo ermorden. Dessen Sohn aber kann entkommen und so lebt Macbeth in ständiger Furcht, zumal ihm der Geist des erschlagenen Banquo bei einem Festmahl erscheint. Macbeth glaubt sich nur noch durch weitere Mordtaten an der Macht halten zu können. Immer mehr Blut wird vergossen. Seine Frau verliert den Verstand, sie verrät sich und ihr Verbrechen. Es kommt zu jenem dramatischen, wiederum durch einen missverständlichen Hexenspruch ausgelösten Ende. Der König verliert sein Leben. Sein Bezwinger trennt ihm den Kopf ab
und lässt diesen dem neuen König bringen. Macbeth, meine Damen und Herren, ist eine Tragödie, die den Sturz der Weltordnung und ihre Wiederherstellung zum Thema hat. Wegen letzterem, wegen der Wiederherstellung der Ordnung, war das Stück auch am englischen Hofe so beliebt. Aber der Reihe nach. Wichtig ist an diesem Stück, ist für Shakespeare, dass Macbeth nicht an dieser Ordnung scheitert. Das könnte ja als Anklage gegen die bestehenden Verhältnisse gedeutet werden. Nein, die Tragödie ist im Individuum, in seiner ganz spezifischen Natur angelegt. Macbeth scheitert an seiner großen Schwäche, seinem Ehrgeiz. Und er ist ein Zauderer. An dieser Stelle setzt seine Frau an, übernimmt gleichsam die Führung der Handlung. Sie handelt dabei nicht aus Ehrgeiz wie ihr Mann, nein, sie handelt aus einer Liebe, die sie letztendlich in den Wahnsinn, in den Tod treibt. Ein Ende, das Macbeth kaum noch wahrnimmt. Entscheidend ist nun, wie schnell ein menschlicher Kosmos aus den Fugen geraten kann. Für ewig unerschütterlich gehaltene Werte zerbrechen in Windeseile, die Treue zu einem König, die Gesetze der Gastfreundschaft, der Schutz von Kindern, von Angehörigen, all diese Regeln werden gleichsam vor den Augen der Zuschauer gebrochen. Und diese Zuschauer verstanden sehr wohl, dass die Benennung, die Vorführung der Ungeheuerlichkeiten in dieser Tragödie durchaus nicht in einer Welt spielte, die nicht die ihre war. Der häufig zitierte Ausspruch von Shakespeare, die ganze Welt ist eine Bühne, wird in diesem Stück mit böser Ironie umgestülpt. Diese Bühne ist wie eure Welt, so blutig, so wechselhaft, so, auch das kann man in das Stück hineinlesen, so gottfern. Und so aktuell war das Stück, dass es bereits zu Shakespeares Lebzeiten auch in Deutschland aufgeführt wurde und in seiner Popularität erst Jahrzehnte später dem Hamlet weichen musste, jener Tragödie über einen dänischen Prinzen, dem es schrecklich misslingt, den Tod seines Vaters zu rächen und dessen berühmtes Zaudern uns lehren sollte, wie es in einer Rezension damals hieß, das Dänische in uns Deutschen zu unterdrücken. Ich komme jetzt aus schierer Zeitnot nicht dazu, noch auf die anderen beiden großen Tragödien, auf Othello und auf King Lear einzugehen. Ich will nämlich mit einer kleinen Anekdote enden. Die letzte Produktion, das Stück, mit dem sich Shakespeare von der Londoner Bühne verabschiedete, soll Der Sturm gewesen sein. Die Geschichte des großen Magiers Prospero, dem alle Geister der Luft und der Erde gehorchen müssen. Bekanntlich wirbelt dieser Prospero im Laufe des Stückes alles durcheinander, was mit magischer Hand nur bewegt werden kann. Er stiftet Liebe und Angst und Wahnsinn und löscht diese Empfindungen auch wieder aus. Denn wir selber sind alle nur aus demselben Stoff wie Träume. Im Finale schwört Prospero seinen Zauberkünsten ab. Sie enthalten ihm zu viel Willkür. Als sich nun Shakespeare, der größte aller Magier, die Inkarnation des Prospero, von seinem Publikum verabschiedete, ein letztes Mal auf die Bühne trat, um den Beifall entgegenzunehmen, da erloschen plötzlich alle Windlichter im Haus. So entfernen sich Zauberer.